Ein weiteres, nicht unbekanntes Gesicht in der Typo3-Community, Matthias Schreiber, Geschäftsführer der Typo3 GmbH. Trotzdem nicht alle haben dich vielleicht schon mal gesehen. Was ist die Typo3 GmbH? Ja, Typo3 GmbH, kurz erklärt, ist aus der Community heraus gegründet. Also die Gesellschaft gehört der Typo3 Association komplett. Und unsere Aufgabe ist, das gesamte Typo3-Projekt-Ökosystem als solches nach vorne zu bringen. Also wir sind federführend im Marketing fürs Produkt, wir sind verantwortlich für die Produktentwicklung selber. Also so overarching strategy, was wir machen, was die nächsten Schritte sind. Strategische Partnerschaften, wo wir viel in Übersee auch unterwegs sind. Dann tatsächlich so stumpfe Dinge wie Dienstleistungen für die Typo3 Association. Also wir managen das komplette Member-Gehassel von der Typo3 Association. Das heißt, dass ihr eure Rechnung bekommt rechtzeitig, dass Ansprechpartner da sind. Und wir haben eine Telefonnummer, das heißt, Menschen rufen uns an und fragen, warum sie sich nicht in ihr Backend einloggen können. Das landet dann auch bei uns. Das ist jetzt aber nicht unser Kernziel. Ja. Hat aber die Typo3-Welt schon ziemlich verändert? Also ich denke, kann ich schwer einschätzen, weil ich da natürlich mit dem Tunnelblick unterwegs bin. Ne? Also das, gut, da bin ich auf deine Expertise angewiesen. Du bekommst natürlich schon mit, was von außen auch auf euch zukommt und welche konkreten Fragen von größeren Firmen zum Beispiel. Also wir haben jetzt ein relativ enges Partnership mit Google, wo uns vor kurzem verboten wurde, mit Google Deutschland zusammenzuarbeiten, weil das, was wir tun, zu wichtig ist. Wir dürfen also nur noch mit Google Global zusammenarbeiten. Mhm. Darum sind wir auch nächste Woche wieder in Kalifornien und werden da ein paar strategische Themen besprechen. Mit Microsoft ist das Partnership auch immer noch nach wie vor, das Verhältnis ist gut, es macht auch Spaß, da geht es auch voran. Aber wir haben auch Firmen wie Binder zum Beispiel aus Amsterdam, so eine Asset-Management-Lösung, die eine offizielle Integration in Typo3 gebaut haben. Was ja auch im Cap Infendo. Genau. Also das sind so Themen, die wir da vorantreiben. Okay. Was würdest du persönlich machen, wenn es Typo3 nie gegeben hätte? Du bist ja auch später erst dazugekommen, du hast es ja nicht mit erfunden. Nee, erfunden habe ich es in der Tat nicht, aber ich bin 2002, im Frühjahr 2002 irgendwie dazu, da war die Community mit so 20 Leuten noch verhältnismäßig überschaubar. Genau, da kannte man auch alle. Wenn es Typo so nicht gegeben hätte, entweder würde ich jetzt wahrscheinlich mit irgendwelchen proprietären Schrottsystemen rummachen, oder ich wäre wieder in die Musikindustrie zurückgegangen. Also was ganz anderes. Okay. Ja, ich komme ja ursprünglich tatsächlich aus der Musikindustrie. Ich habe irgendwie im Vertrieb Instrumente, Schlagzeuge und was weiß ich nicht verkauft und Artist Relations gemacht und so Geschichten. Und da komme ich ursprünglich her. Da hätte es mich wahrscheinlich zurückgezogen. Oder vielleicht auch Schafe züchten in Schottland, weiß ich nicht. Auch was anderes. Ich frage an der Stelle hier immer nach den Grenzen von Typo3. Das ist bei dir jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil du wirst die Grenzen auf der einen Seite kennen, aber du arbeitest selber daran, dass diese Grenzen erweitert werden oder vielleicht mal irgendwann ganz aufgelöst werden. Och, weiß ich nicht. Also ich halt von dieser Wir können alles Mentalität nichts. Ja. Also das ist kauf dir ein Smart. Smart ist in einer Großstadt ein sinnvolles Auto. Das kann was. Die Grenzen davon sind, was ist, wenn du einen vierköpfigen Haushalt umziehen willst? Na, da leistet ihr dann halt einen Sprinter oder was vergleichbar aus. Deswegen ist aber nicht pauschal der Sprinter besser als der Smart. Das heißt, für euch als GmbH ist auch nicht der Anspruch, in alle Richtungen erweitert zu werden, sondern es geht klar Richtung Enterprise, oder? Nicht nur, aber ich glaube, du machst dich unglaubwürdig. Mhm. Also wenn du sagst, wir können jedes Problem lösen, dann zeugt das eigentlich nur davon, dass du dich mit der Welt nicht auseinandergesetzt hast. Also wir kriegen das oft, dass Leute fragen, so, ich soll WordPress oder Typo3 nehmen, was ist besser? Muss die erste Rückfrage sein, was ist denn dein Use Case? Also worüber reden wir denn jetzt? Das ist auch, was ist besser? Ein Containerfrachter oder ein Fahrrad? Kommt halt drauf an, was du erreichen möchtest. Und mit Sicherheit ist es in Typo3 so, dass du eine Einstiegshürde hast. Und das Ding ist aber, das wächst halt anständig mit. Ne? Das heißt, es gibt jetzt nicht den... Ich habe jetzt auch kein Projektvolumen, wo ich jetzt sagen würde, darunter fangen wir Typo3 nicht an. Das muss die Agentur für sich selbst entscheiden, da spielen Workflows eine viel größere Rolle im Aufwand. Also wir brauchen bei uns, um eine komplett neue Seite zu kickstarten, irgendwie 3 Minuten. So, weil wir das halt durchautomatisiert haben. Ne? Jemand anderes bei uns da vielleicht einen halben Tag mit rummachen und muss das natürlich auch abrechnen. Ja, ne? Wie lange auch immer. Dementsprechend also Grenzen, ich glaube, wenn du richtig viel Realtime machen willst, dann musst du von Typo3 weg, aber dann bist du auch in der PHP-Welt nicht mehr zu Hause. Mhm. Na, also wenn wirklich Echtzeit, also ich würde jetzt den Nasdaq
nicht von einem Typo 3 befüttern. Dafür ändern sich die Daten zu häufig. Okay. Das kann man bestimmt irgendwie machen, aber ist halt nicht sinnvoll. Genau. Jetzt haben wir natürlich regionale Grenzen für Typo 3 immer noch. Also wir haben einfach einen Schwerpunkt der Community hier in Mitteleuropa, eigentlich sogar im deutschsprachigen Raum. Und von daher ist die Verbreitung des Systems hier natürlich auch noch deutlich stärker. Da hat sich in letzter Zeit auch was getan. Da passiert tatsächlich eine ganze Menge gerade. Was also konkret? Wir haben ganz interessante Gespräche geführt in Berlin von Kollegen aus Indien, die gefragt haben, ob wir vielleicht Typo 3-Entwickler für die übrig hätten. Mhm. Weil in Indien gerade digital komplett durch die Decke geht. Wir haben ein gigantisches Regierungsprojekt Digital India und die sind häufig diesem Stereotype unterlegen, dass wenn ein Inder mit dir über Typo 3 sprechen will, dann will der, dass du an den outsourcest. Mhm. Aber das ist nicht mehr so. Also die haben genug eigenes Geschäft, was sie abdecken müssen. Nordamerika geht in großen Schritten voran. Da haben wir auch tatsächlich einen stärkeren Footout, als wir das geglaubt hätten. Also kommt im Prinzip jede Woche eine Anfrage von Leuten, ja, wir benutzen schon seit vielen, vielen Jahren Typo 3, und wir sind auch interessant. Also gerade viel so im Hochschulumfeld, Universities, Colleges, das hast du da viel. Und wir haben jetzt auch noch Afrika, was auch ganz interessant ist. Mhm. Da ist also vor 15 Jahren mal so ein Entwicklungshilfeprojekt gelaufen, aus Deutschland gesteuert. Da wurde dann Typo 3 im Government eingeführt, im großen Stil. Und die wollen jetzt migrieren. Und gleichzeitig gibt es aber in Ruanda eine Regierungsgeschichte, dass die eine Digitalwirtschaft aufbauen wollen. Und das finde ich auch ganz spannend. Also die haben bei uns Schulungen angefragt, da geht es darum, 20 Leute in Typo 3 fit zu machen, 10 bei der Regierung angestellt und 10 aus ausgesuchten Firmen der freien Wirtschaft, weil die eine Community aufbauen wollen. Also der Wunsch, eine Community zu bauen für Typo 3, kommt aus der Regierung in Ruanda. Das finde ich natürlich dann auch hochgradig spannend. Und ansonsten, Frankreich wird selbstbewusster, muss man tatsächlich so sagen. Frankreich ist lange Typo 3-Nutzer da, aber denen hat so ein bisschen an Selbstbewusstsein gefehlt. Mhm. Und die haben jetzt das Camp gemacht, letztes Jahr das erste in Nantes, da waren es, glaube ich, 20 Gäste, dieses Jahr waren es schon 40. Und das geht da auch in großen Schritten voran. Weil Frankreich doch gerade in der Frühzeit von Typo 3 auch schon sehr engagiert war. Ja klar, genau. Und die haben dann irgendwann, aber offenbar ist das Problem, dass du brauchst in Frankreich offenbar ein stärkeres Leadership. Mhm. Also die fragen auch für alles um Erlaubnis. Und wir dann auch hingehen und sagen so, nee, das ist Open Source, wer macht, hat Recht. Okay. Ne? Also das ist also die Variante. Und das geht. Ich meine, Benelux, die sind eh gut drauf. Also wenn wir uns anschauen, was da so irgendwie so von MaxSurf kommt oder von Beach IT oder jetzt auch von Red Kiwi, die viel machen, da geht's gut voran. Osteuropa ist Polen sehr weit vorne. Und dann gibt es auch Rumänien, das ist Daniel Homorodian, macht da relativ viel. Also das passiert schon. Wir kriegen nur wenig davon mit. Also wir haben jetzt auch auf dem University Day in Mainz uns unterhalten mit den Digitalchefs der Universitäten Kreta und Thessaloniki, die komplett auf Typo laufen. Mhm. Und da hast du es auf einmal mit Problemen zu tun, die mir überhaupt nicht bewusst waren. Da habe ich auch so, wieso kommt ihr nicht auf die Camps bei uns? Weil die Flüge sind zu teuer. Darum kommen die immer auf das Camp nach Wien, weil das intern bei denen quasi Osteuropa ist, was es ist. Und da sind die Flüge billiger. Okay. Und darum trifft man die da. Also ganz interessant, was da so geopolitisch passiert. Du selbst bist ja auch ständig unterwegs. Wo willst du als nächstes hin? Zu welchen wichtigen Terminen? Also Camp war jetzt wichtig. Und ich bin nächste Woche in Rotterdam. Da ist die Meetup of Three Benelux. Und von Rotterdam fahren wir nicht nach Düsseldorf zurück, sondern direkt nach Amsterdam weiter, weil wir nach L.A. fliegen. Da werden wir uns mit GitHub zusammensetzen, ein bisschen brainstormen, was man da machen kann, gegebenenfalls zusammen. Und dann geht's 2 Tage später, den Montag, Dienstag, auf den Google Chrome Web Summit. Da sind wir auch eingeladen worden. Und dann geht es am Mittwoch drauf, geht es wieder zurück, weil ich habe am Donnerstag hier wieder in Deutschland Termin. Okay. Ein bisschen. Viel zu tun. Danke für das Interview. Gerne. Viel Spaß noch auf dem Camp. Bis zum nächsten Mal. Matthias Schreiber, Typo 3 GmbH.